Grüß euch, liebe Freunde vom verschneiten Kreuzberg. Willkommen bei meinem neuen Video, das ein Novum hat. Es ist mein erstes Product Placement Video. Ich habe eine Unterstützung bekommen von EBMX. Das ist der australische Suron-Tuner. Und die haben mich unterstützt mit zwei riesigen Upgrades. Das eine ist ein BAC 8000 Controller, der extrem leistungsstark ist und sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Es gibt dann auch eine App dazu. Es kommt mit einem eigenen Display und einer eigenen Schaltereinheit. Die Leistungsstufen des Controllers gehen bis zu 15 Kilowatt. Ja. Das ist allerdings mit dem Originalmotor und dem Originalriemen nicht zu empfehlen, das dauerhaft zu benutzen. Ich werde ihn wahrscheinlich auf 11 bis 12 Kilowatt, das entspricht also der Leistung einer 125er Viertaktverbrennermaschine, einstellen. Der Originalcontroller, beziehungsweise bei mir ist es ja nicht der Originale, vor genau einem Jahr habe ich diesen X-Controller eingebaut. Der kommt runter und an sich soll die ganze Sache Plug and Play sein. Der BAC-Controller hat einen Stecker weniger, nämlich den, der beim Originalkabelbaum zum Originaldisplay geht. Dafür gibt es, wie gesagt, die eigene Display-Einheit. Zu dem Controller-Upgrade hinzu kommt ein Akku-Upgrade. Es gibt eben von EBMX einen 53 Ampere-Stunden Akku, im Vergleich der Originale hat 32, der ins Originalgehäuse aber hineinpasst. Das heißt, hier ist nichts umzubauen, Originalabdeckung bleibt bestehen. Und diese Batterie, dieser Akku kann eben auch die erhöhte Leistung ab. Falls man die Originalbatterie verwenden möchte, geht auch. Dann muss man die aber ein bisschen modden mit so einem Bypass-Kabel, wo das Original-Battery-Management-System überbrückt wird, weil das Battery-Management-System, das BMS vom Original-Akku, bei einer zu hohen Leistungsanforderung des Controllers aus Sicherheitsgründen abdreht. Ja? Das heißt, das muss man überlisten. Dann kann man den Original-Akku verwenden, der ist natürlich dann relativ schnell leer, weil natürlich der nicht die Ampere-Stunden hat und es geht auch auf die Lebensdauer. Ja, also dieses Upgrade ist mit der hohen Leistung ist eigentlich nur mit dem Tausch des Akkus möglich. Das Video wird sich jetzt über einige Wochen ziehen, also das ist der Anfang des Videos. Wie gesagt, Controller-Ausbau. Ganz einfach eigentlich und ich glaube, das brauche ich jetzt nicht in Schritten zeigen. Hier sind so schöne lange Adapterkabeln dabei, also ich glaube, dass der Einbau einfacher sein wird als beim Originalcontroller. Und fahren, also richtig fahren mit Leistung ausprobieren, ist derzeit bei uns ein bisschen schwierig, weil es eben ein wenig Schnee hat. Anschlussseitig sieht das so aus, an sich sehr, sehr sauber gelöst. Super Verarbeitungsqualität, nicht schön gelöst habe ich das hier mit den Schrumpfschläuchen, weil ich keine Heißluftpistole da habe momentan. Jetzt habe ich die nur mit dem Feuerzeug ein bisschen enger gemacht und dann abgetaped. Werde ich irgendwann vielleicht nachholen, aber ich sehe da eigentlich eh keine Gefahr. Es sind nun doch einige Wochen ins Land gezogen und da steht sie, die fertig zusammengebaute Suron mit dem EBMX 8000, bei Pack 8000 Controller und dem EBMX 53 Ampere-Stunden Akku. Und was soll ich sagen? Es ist ein Wahnsinn. Schauen wir uns kurz das neue Cockpit an. Der Zündschlüssel hat noch eine Funktion, könnte man theoretisch deaktivieren, denn es gibt auf der Schaltereinheit jetzt einen eigenen Power-Knopf. Suron Modshop leuchtet auf. Jetzt spiegelt es natürlich leider ein bisschen. Ich werde schauen, dass ich meinen Kopf da raushalte. Super Display. Radgröße kann man einstellen, Power wird angezeigt, Batterie wird angezeigt, Uhr habe ich noch nicht eingestellt. Gibt ein relativ umfangreiches Menü, wo man ziemlich viel machen kann. Schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Und das Interessanteste sind die Modi, die man hier Plus und Minus einstellen kann. Null ist sozusagen ist aus, also bei Null ist kein Kraftfluss. 1 entspricht im Wesentlichen dem Eco-Mode beim Originalen. 2 mit einem bisschen stärkeren Sportmode beim Originalen.
Und ab 3 steigt die Leistung enorm. Ich kriege jetzt noch ein Update eingespielt und werde euch dann im Detail die Leistungsdaten sagen können. Ich werde jetzt einmal eine Fahrt machen mit der Onboard-Kamera, dass wir uns das anschauen. Ja, ich hoffe, man sieht das jetzt. Das Wichtige ist, es gibt einen Walk-Mode. Wenn ich hier auf der Minus-Taste drauf bleibe, dann fährt die Uhr an 3 km/h. Man kann neben mir hergehen. Und das ist super über Wirkeln oder Stiegen oder so. Und sind jetzt auch in Null-Modus. Ja, schaut jetzt einmal auf Modus 1. Sieht man das? Ich hoffe. Und ja. Also hier ist es mittelmäßig steil. Das fährt eigentlich wie der normale Eco-Mode. Herrliche Panorama da. Ah, Wahnsinn. So, schalten wir auf Modus 2. Das entspricht dem Sportmodus, dem originalen. Bisschen stärker. Bisschen stärker als der Sportmodus. Vor allem, wenn es steil wird, geht er nicht so in die Knie. Ja, das ist gut. Das ist gut. So. Ich habe nämlich hier eine Wattanzeige. Die Rekuperation funktioniert auch. Da zeigt auch die Watt an, die hier rekuperiert werden. Gut. Modus 3. Und jetzt wird schon lustig. So, das war schon ein Power-Wheelie aus dem Stand weg. So, da fahre ich jetzt aber ohne Gas. Uhui! Bist du deppert? So. Sagenhaft, da geht es nämlich irrsinnig auf. Boah, bist du deppert. Okay, und schon wieder ein Wheelie. Also, das ist, also der Dreier-Mode wird, glaube ich, mein Modus werden. Ich zeige euch noch meinen Lieblingsaussichtplatz. Da ist ein Bankerl. Und da ist die Rax. Schaut sich das an. Das ist herrlich. So, hinunter fahre ich jetzt noch im Dreiermodus. Ich traue mich gar nicht Vollgas geben. Die Wiese ist nämlich durchaus rutschig hier. Boah. Da über jede Bodenwellen fährst du am Hinterrad drüber. Entschuldigung, dass ich jetzt in den Dialekt verfalle. Aber das ist natürlich die positive Aufregung. Ja, Freunde, das Projekt ist natürlich noch nicht ganz abgeschlossen. Auch wenn sich das Video jetzt über einen langen Zeitraum erstreckt hat. Ihr seht, ich bin mittlerweile ohne Bart wieder im Frühjahrslook. Und es fehlt noch ein wesentliches Teil, nämlich die Software, also die App, wo man sich selbst die Leistungsmodi programmieren kann, gibt es noch nicht. Aber es gibt die EBMX-Produkte jetzt in der EU, und zwar in Tirol beim österreichischen Suron-Shop suron.at. Die Sache ist natürlich nicht ganz billig. Ja, also ich habe schon auch ein Geld bezahlt dafür natürlich, habe aber eben eine Unterstützung bekommen, und ihr bekommt auch eine Unterstützung, wenn ihr nämlich mit dem Rabattcode Bernard-Hosmoto, also mein YouTube- und Instagram-Name, bei suron.at einkauft, gibt es ein paar Prozente zurück. Ja, wie gesagt, bleibt mir gewogen, bleibt dem Kanal treu, ein Abo bitte, weil es kommt sicher bald wieder etwas, spätestens dann, wenn die App da ist. Und dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Daumen rauf, Kommentare drunter. Da wird es jetzt sicher einige Kommentare geben müssen. Gell? Also, dann danke. Ciao.